Ja, hi, willkommen, mein Name ist der Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir einige Nebenquests gemacht. Unter anderem zum Beispiel haben wir mit Nappa gegen die Team Erde gekämpft sozusagen. Und haben wir was wir bekommen von Son Goku. Und ja, wir haben zwei Folgen Nebenquests gemacht, jetzt machen wir mal wieder ein paar Folgen hier die Hauptquest weiter. Ich habe eine Schriftrolle mit verzerrter Geschichte gefunden. Das du. Gehst du auf Zeitpatrouille? Okay. Verstehe, dann kämen wir zur Zeitkammer zurück. Okay. Du, was könnte denn du sein? Wir sind ja jetzt eigentlich bei der Namek-Saga. Vielleicht kommt da noch was dazwischen. Mal schauen. Ja, 762. Ja, ist Namek. Ja, sah gerade was irgendwie anders aus. Und Genio. What? Ah, okay. Ich verstehe. Das ist ja sowas von geil. Aber warum hat der den Körper von Vegeta? Okay. Es ist Son Goku im Vegeta, genau. What? Was zum Teufel ist das für eine Story? Tosan, Tosan, Ginyu ni? 違う。ギニューが父さんになって。あ。いや、だけど、ウェイ、ソンゴーク。すみません。どうか父さんをお願いします。いや、ich weiß, was ist, wenn wir in der Cell-Saga ankommen oder Cyborg-Saga oder Trunks-Aufbau kommt. Ist das der exakte Trunks? Muss ja eigentlich, ne? Okay, warum hat der überhaupt den Körper von Vegeta, das glaubt Vegeta war zu dem Zeitpunkt doch schwächer. Tokusentai. Sehr schön. Sehr seltsam. Genio-Kommando. Okay. Siegesbindung besiege Riku. Okay. Nur ich? Okay. Okay. Hi, was geht? Ah, okay, Vegeta hatte einen Powerschub, deswegen hat er ihn gewechselt. Komm mal her. Guck mal, was ich jetzt kann. Ha! Ah, der hat gerade sein Dings eingesetzt.
Darf ich auch mal reden jetzt? Was? Den kann man noch mal blocken mit L2, ne? Au, 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 au. Ne, mit L1. Komm mal her. Kamehameha! Das ist doch mal ein vernünftiger Angriff. Mann, ich kriege schon wieder auf der Fresse. Das ist der erste Kampf hier. Ich habe gar nicht was zu sagen, weil die ganze Zeit hier quasseln. Meine Güte, könnte mal die Fresse halten hier. Ich komme gar nicht was dazu zu sagen. Ich habe nämlich noch die Mission gemacht, mit wo wir mit Raditz gegen gegen wen noch mal gekämpft haben, gegen Son Goku und Piccolo. Und da habe ich mir Kamehameha herangeholt bekommen sozusagen. Mein Gott, das spammt hat aber auch die ganze Zeit, ne? So, aua. Wollte ich eigentlich nicht einsetzen. Wollte eigentlich zurück. Das kann ich die auch einsetzen. Super. Zack. Och Mann. Au. Komm mal her. Doff, 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 doff. Warum kommt es mir so vor, als hätte ich schon wieder keine Chance? Was ist das eigentlich immer? Oh, was? Nein, er macht Vegeta platt. Der hat Vegeta platt gemacht. Vor allem, das ist doch bestimmt noch nicht alles, ne? Da kommt doch noch mehr. Naja, den Angriff habe ich auch noch. Habe ich ihn schon mal gezeigt? Ich glaube ja, ne? Ja, toll, ich bin fast kaputt. Kamehame. Ah, hab ich getroffen? Nee, ne? Ich brauche jetzt ein bisschen Hilfe. Warte mal, ich geh mal Vegeta wiederbeleben. Geht nicht. Verdammt. Böse Sprengung! Jetzt sehen wir. Nein! Was zum Teufel? Oh. Hilfe! Alter, warum sind die so stark auf einmal? Was ist denn das mit Schwierigkeit hier immer? Was? Genio ist auch wieder da. Ich bin schon wieder leicht tot. Ja, super. Ja, ich bin leicht tot. Warum ist die Story so schwer? Aber ich habe schon einige Parallelquests und so gemacht, ne? Hat eigentlich nichts gebracht. Oder? Aber ich habe ja das noch. Stimmt. Alter. Wie machen die das immer? Ach ja, ich habe ja jetzt auch, ne? Da kann ich jetzt auch mit dem Angriff hoffentlich einsetzen. Das spielst du am Lecken gerade. Ja. Warum ist denn ist doch immer so verkackt schwer? Alter. Muss mal kurz zurück. Ich habe glaube ich noch ein Level Up vom letzten Mal. Ich ausgehend diese eine Mission gemacht habe. Alter. Warum ist das Spiel so schwer?
Ich kriege ohne Ende immer auf der Fresse. So. Attribute boosten habe ich, glaube ich. Ja. Mach mal. So, hier mach mal das so jetzt. Ja. Okay. Dann weiter, noch mal das Ganze. Ernsthaft? Ich meine, sogar Vegeta ist schon, ihr verreckt. Wie einen höheren Schwierigkeitsgrad oder so? Oder echt, oder ist echt so gedacht, dass ich jede Parallelquest hier erst noch mache, bevor ich irgendwie weitermache? Weil so mitten in der Story immer weitermachen scheint wohl nicht drin zu sein. Ja, okay, ich weiß. Alter. Ja, ist gut. Boah, ich krieg schon wieder auf die Fresse. わかりました。なんか今日体調機嫌悪いな。お前なんかそうかポティカーさ。そう、はいてま、オフゲタ。ああ、じゃあ、しゅん。で、何が増えて、ちょっと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 、ちょっ
Kämpft mit Vegeta, der jetzt gerade Probleme kriegt. Ach man, echt. Ich wollte gar nicht angreifen, aber okay. Ein Lost Vegeta nicht kaputt. Komm mal her, ey. Okay, sehr gut. Jemand den Kuchen kaputt gehauen? Nee, genio. So. Und mein Meister spricht immer hier, anscheinend. Ja, guck mal, wie weit ich komme. Hier wahrscheinlich wieder in der nächsten Folge, im nächsten Part hier für Fresse von dieser Story. Aber egal. Ich dachte, ich sollte Rikun besiegen. Egal. Son Goku versus das Ginyu-Kommando. Okay. そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。行く、ウルトラファイティング。ごく、お父さん。何者だ。 Kollege. Meiner. Ja komm, ich mach auch. Verdammt. Noch mal. やっぱり国産はすごいですね。これ。あの、ドラゴンレーダーで。ま、パッチンミスン。やつらの宇宙船ってとこにあると思う。その方が。バネ元気だま。エイ。オスケーションです。頑張れ。いや、ハッピー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 。いや、ハ
Was? Was? Jetzt bin ich Genio. Nein. Kampfpose A. Aua. Ich will mich nicht kaputt hauen. Ich brauche meinen Körper noch. Ich finde das ehrlich gesagt richtig witzig gerade. Milchkanone, stimmt. Ginyu bedeutet ja irgendwie Milch, ne? Verpiss dich! Oh, der eine ist schon, der Butter ist schon weg. Ne, Butter ist nicht tot. Was zum Teufel? Son Goku, mach meinen Körper hier nicht kaputt. Warte, ich hau ich erstmal kaputt. Ich möchte das meinen Körper echt nicht antun hier. Aber ja, wenn es unbedingt sein muss. So. Nein, geh weg! So ist das. Sehr gut. Hat so ein geiler Plot bisher. Ja, Kampfhose A. Oh, ja, hat mich gebufft. Wer hätte das gedacht? Ja, der hat auch diesen Kackangriff, ne? Er freut sich mit mir, okay. So. Oh, schon hier fast zu Ende. Sehr gut. Ja, ich kämpfe gegen Son Goku, mehr oder weniger. Finisher. Geschafft. Das war doch mal ein richtig geiler Plot-Twist, finde ich. So, wir gehen jetzt mal zum Zeugnis erstmal. Da werde ich ja wohl hoffentlich noch mit meinem Charakter umlaufen, oder? Das war mal schön. So, und ich würde sagen, ich beende den Part hier mal, weil, ja. Die Sache ist die, ich habe ja Monster Hunter jetzt erstmal den Singleplayer komplett geschafft. Beziehungsweise ich komme nicht weiter. Und ich habe nur für Montag hier ein Part. Der hier ist, glaube ich, der Part für Mittwoch. Also wird jetzt hier um 18 Uhr immer Dragon Ball jetzt kommen. Ja, um 18 Uhr immer. Anstelle von Monster Hunter, welches jetzt erstmal auf Eis gelegt ist. Deswegen mache ich auch etwas kürzere Parts, damit ich das auch schaffe, die alle auszuhauen. In dem Sinne sage ich jetzt, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.